Das ist das Yeti SB 165. 165 mm hinten, satte 180 mm vorne, 27,5 Laufräder, das einzige von Yeti in der Gattung, die anderen sind alles 29er. Liebe auf den ersten Blick, super cooles Design, Yeti halt. Ich bin 1,85 und hatte Rahmengröße L. Aufgrund des super flachen Lenkwinkels von 63,5 Grad sieht man sofort, wo das Bike hin will. Das ist der Lenkwinkel von den früheren Downhill-Bikes. Sprich, da geht es wirklich um die Abfahrperformance, wenn es richtig zur Sache geht. Das Bike hat einen Sitzwinkel von 77 Grad. Das ist steil und dadurch vermittelt es wirklich auch beim Bergauffahren eine sehr gute Performance. Es ist klar, dass das keine Bergziege ist, aber ich war begeistert, wie man mit so viel Federweg, wie man das mit der Geo hinbekommt, dass das wirklich auch auf kurzen steilen Anstiegen relativ gut daliegt. Das Yeti SB 165 hat natürlich auch Besonderheiten, was man von Yeti kennt, Switch Infinity. Es ist ein super modernes Freeride-Bike und Yeti unterscheidet in Race-Bikes und in Rip-Bikes. Und Rip bedeutet beim SB 165 einfach Spaß, Knallgas, volle Granate, rein in die Steine, in die Wurzeln. Es vermittelt Spaß in jeder Situation und verzeiht natürlich auch sehr viel. Das Yeti SB 165 ist ein Rip-Bike, würde ich sogar behaupten, für mich too much, weil das Rad würde ich wirklich Jungs empfehlen und Mädels natürlich, die halt wirklich hart am Gas sind, sprich die krasse Sprünge machen, die einfach so ein bisschen die Extreme suchen, die in den auf harten Trails unterwegs sind, viel im Bikepark unterwegs sind, denn für so flowige Mittelgebirgstrails ist es einfach too much, da braucht man diese Maschine nicht, da fängt sie an zu weinen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal. Die Infos zum Yeti SB 150 findet ihr in der Beschreibung unten. Ciao!